Remagen erlebte auf dem Marktplatz den 1. August-Samstag mit dem Verein Lebendiger Marktplatz. Die Freundschaft mit der französischen Partnerstadt Maison Lafitte stand an diesem herrlichen Sommerabend auf dem Programm. Musik von Marion Lefort-Preuß und Antiquariat begeisterte das Publikum auf dem prall gefüllten Rathausvorplatz. Erinnerungen an Edith Piaf wurden wach und Abwandlungen von Django Reinhardt brachten das Publikum in die Stimmung französischer Lebensart. Der Verein aus der Partnerstadt, Freunde von Remagen, präsentierte dazu ausgesuchte französische Speisen und passende Weine. Die sehr gute Organisation der umliegenden Gasthäuser, die die Gäste ebenfalls mit Getränken und Speisen verwöhnten, taten ihr Übriges dazu. Die Gastronomie ist zufrieden, spielt schön zusammen, wir haben tolle Bands. Schöne Atmosphäre hier und das gilt für den französischen Abend heute und das wird auch nächste Woche der Fall sein, wenn wir die Gruppe Poppyfilter haben mit einem Country-Abend. Der Verein Lebendiger Marktplatz hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben auf den Marktplatz der alten Römerstadt zu bringen. Ein musikalisches Programm rund um den Globus soll das Publikum von nah und fern jeden Samstagabend im August verwöhnen und zu einem Erlebnis machen.